Ich bin ein Noob. Ja, ich bin schlecht in Minecraft. Ich sterbe die ganze Zeit. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das ein kleines Problem ist, wenn man eine Hardcore-Reihe startet. Also habe ich nach der ersten Folge verzweifelt nach Wegen gesucht, besser in Minecraft zu werden und... Oh, 100 Tage nur auf Erde. Das ist die perfekte Challenge, um alle nötigen Survival-Skills zu lernen. Also betrete ich meine Hardcore-Welt erst wieder, wenn ich alle Herausforderungen in diesem Flachland meister. Hoffentlich bin ich nach dem Video kein Noob mehr. Auch wenn ich noch nie so eine Challenge gespielt habe, war es ziemlich offensichtlich, was ich als erstes tun muss. Also habe ich Tag 1 begonnen, indem ich den Sapling setzte. Ich habe mich hochgebaut, um sicher von den Slimes zu sein und den ganzen Tag gewartet, bis etwas passiert. Doch ich hatte ziemlich viel Pech und die Nacht begann, bevor ich den ersten Baum hatte. Glücklicherweise sah ich Schafe in der Ferne, was der Schlüssel sein wird, um die Gefahren der Nacht zu vermeiden. Ich brauchte dringend Wolle, also lief ich los, doch die Mobs spawnten bereits. So war das nicht geplant. Okay, wir haben 3 Wolle. Jetzt schnell ein Bett craften. Und da hatten wir unseren ersten erholsamen Schlaf, der nach der Wolle-Aktion wirklich nötig war. Yes, der erste Baum! Jetzt, wo die Holzproduktion läuft, möchte ich mich unbedingt um die Slimes kümmern. Andernfalls bringen sie mich noch um den Verstand. Also habe ich angefangen, Slime-Chunks mit Pfadblöcken zu spawnproofen. Das habe ich so ziemlich die nächsten Tage gemacht. Bäume farmen und Slime-Chunks spawnproofen. Ich habe dutzende Schaufeln verbrannt und dann habe ich gemerkt, dass mittlerweile Essen ein ernsthaftes Problem wird. In der Bonuskiste war eine kleine Starthilfe und wir hatten ein paar Apfeldrops. Doch jetzt hatten wir nur noch das letzte rohe Schaf und noch schlimmer Zombiefleisch. Doch während ich noch ein paar Hungerkeulen erhalten kann, muss ich anfangen, eine Mob-Farm zu bauen. Das ist unfassbar wichtig, denn Mob-Drops sind der einzige Weg, an Ressourcen zu kommen. Leider wusste ich nicht, dass es so etwas wie eine Pathfinding-Mob-Farm gibt, die ich in meinem kommenden Skyblock-Projekt gebaut habe. Diese braucht absolut kein Wasser und funktioniert extrem gut. Doch zu meinem Pech habe ich eine komplett random Mob-Farm gebaut, die ich überall auf YouTube gesehen habe. Nur, dass sie absolut nicht gemacht wurde, um ohne Wasser zu funktionieren. Das Ergebnis war echt scuff, doch hoffentlich wird es genug, um 10 Eisen von Zombie-Drops zu kriegen, für einen Kessel und einen Eimer. So werden wir an Wasser in dieser Welt kommen, was der erste Schritt sein wird, um Villager zu kriegen. Doch statistisch gesehen müssen wir 1200 Zombies per Hand töten. Also, ja, das wird ein Spaß. Doch bevor wir das Ziel in Angriff nehmen konnten, wurde das Essensproblem schlimmer. Ich war dumm genug, mich vom Skelett treffen zu lassen. 2 Mal! Und kein Weg zu regenerieren. Ich hatte kein Essen mehr. Ich habe versucht, das Zombiefleisch aus der Mobfarm zu holen, doch ich wurde nochmal getroffen. Das waren die nervenzerreißendsten Minuten, die ich je in einem Spiel hatte. Kein Leben, kein Essen und ein Hauch davor zu sterben. Yes, da ist ein Apfel! Das fühlt sich so unfassbar gut an. Nach all dem konnte ich doch noch das Zombiefleisch aus der Mobfarm holen, welches ziemlich weit von einer idealen Essensquelle ist. Doch zum Glück konnte ich auch etwas Weizen anbauen, da ich auch ein paar Knochen aufgesammelt habe. Also zumindest haben wir jetzt etwas richtiges Essen. Und auch insgesamt kamen wir an mehr und mehr Stuff, wie einen Bogen und eine Chestplate. Also habe ich weiter Mobs gegrindet und Slime-Chunks gespawnproofed. Wir sind uns einig, diese Mobfarm ist Trash. Und nachdem ich genug von dem Struggle hatte, wollte ich ein paar drastische Änderungen vornehmen. Ich wollte nicht nur den längst überfälligen Killing-Bereich bauen, sondern auch eine zweite Spawn-Schicht. Also bin ich die Farm hochgeklettert und war ziemlich überrascht, als ich einen Wandering Trader dort sah. Wir hatten so oder so keine Emeralds, also war es nur ein massiver Tease mit dem ganzen potenziellen Fortschritt. Ich habe angefangen, die zweite Spawn-Schicht zu bauen, doch als ich runterging, um mehr Ressourcen zu holen, habe ich nicht bemerkt, dass es regnet. Das bedeutet, dass die Mobs tagsüber nicht brennen, doch es brachte auch eine krasse Überraschung mit sich. Ich habe ihn in einem Boot gefangen und ein Dach drüber gebaut, um ihn zu beschützen vor der Sonne. Wie auch immer, es wird Zeit, den Killing-Bereich zu bauen. Das hat ewig gedauert, doch als ich endlich fertig war, hat sich alles bezahlt gemacht.
Bisher haben wir ein buchstäbliches Flachland in einen blühenden Wald verwandelt und eine funktionierende Mobfarm mit einem mittlerweile guten Killbereich gebaut. Langsam fange ich an zu denken, dass Villager zu kriegen tatsächlich möglich ist. Jedenfalls müssen wir jetzt eine Menge Zombies killen. Yo, wir haben Eisen. Das war das erste Eisen. Wir haben eins nach 97 Zombies bekommen, was ziemlich gut ist. Nur noch 6 Eisen und wir können endlich einen Kessel platzieren, um ihn mit Wasser zu füllen. Dann habe ich eine Hexe und einen Zombie-Villager in der Mobfarm gesehen. Was perfekt war, denn das ist alles, was wir für Villager brauchen. Mal abgesehen vom goldenen Apfel natürlich. Sobald es Nacht wurde, musste ich es riskieren. Okay, ich bin langsam. Okay, ich bin vergiftet. Wir rennen einfach. No way, dass die Hexe immer noch hinter uns ist. Nach einer langen Verfolgungsjagd habe ich die Hexe in ein Boot gelockt, um durchzuatmen. Es war einfach zu viel, um mit beiden klarzukommen. Doch so konnten wir den Zombie-Villager doch noch in Ruhe fangen. Um die Hexe kümmern wir uns später. Vor einiger Zeit wollte ich ein Bienennest neben unserer Farm kriegen, weil ich dachte, es beschleunigt vielleicht das Wachstum. Ich meine, ich habe sowas mal gehört. Jedenfalls war ich super dumm und habe Honig daraus genommen, womit ich ungewollt alle seine süßen Bewohner zum Tod verurteilt habe. Als tapfere Krieger war ihr letzter Wunsch, mir eine Lektion zu erteilen, dass ich bloß weg vom Nest bleiben soll. Sie haben mich auf ein halbes Herz runtergebracht, was du definitiv nicht willst, wenn du Hardcore spielst. Ich wurde daran erinnert, dass Zombiefleisch keine gute Essensquelle ist und dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Karotte durch Mobdrops habe. Alles in einem lief es ziemlich gut. Ein weiteres Eisen. Let's go, Leute. 356 Zombies und 5 Eisen? Wir waren nur noch ganz kurz vom Kessel entfernt. Doch es gibt noch ein weiteres Problem, worum wir uns kümmern müssen. Also bin ich hochgeklettert, um einen Überblick über die Slime-Situation zu kriegen. Diesen Chunk werden wir spawnproofen müssen. Diesen Chunk, maybe. Und diesen Chunk vielleicht auch. Wow, es ist so viel Spawnproofing übrig. Und genau das habe ich dann gemacht. Es war ziemlich unspektakulär. Die echte Action beginnt, wenn wir endlich unseren Kessel haben. Doch bis jetzt ist sogar Holzfarm eine nette Abwechslung. Ich habe mich entschieden, etwas Schwung reinzubringen und mich endlich um die Hexe zu kümmern. Hier seht ihr eine Demonstration meiner astronomischen Minecraft-Skills. Weitere 22 Sekunden preußen? Es war unmöglich, den Damage durch Essen zu kontern. Also musste ich das L schlucken und auf einem halben Herz warten. Diesmal war ich ein etwas schlauerer Noob und habe das Boden mit einem Pfeil zerstört. Okay, die Hexe verfolgt uns. Überraschenderweise habe ich sie ohne Probleme ins neue Boot gelockt. Warum nicht gleich so? Okay, die Mobfarm ist wieder voll. Zurück an die Arbeit. Nach einer Weile habe ich angefangen, Schweine zu züchten. Falls ihr nicht wisst, wieso, wir brauchen sie, um Gold zu kriegen. Und dann goldene Äpfel und dann Villager und ein gutes Video machen und YouTuber werden und 10 Millionen Abo. Wait, wovon habe ich gesprochen? Aber for real, Leute, abonniert den Kanal. Ich stecke so viel Leidenschaft in meine Videos und ihr wollt wirklich nicht die ganzen geilen Projekte verpassen, die ich noch geplant habe. Zurück bei der Mobfarm fehlt uns nur noch ein Eisen-Ingot. Okay, das könnte es sein. Das sind wirklich viele Mobs. Da ist es, das letzte Eisen-Ingot. Das war ein großer Erfolg. Doch bevor er voll wird, brauchen wir noch 3 Eisen für einen Eimer. Nachts habe ich rausgefunden, dass wenn ich Zombies angreife, mehr und mehr von ihnen auftauchen. Das könnte sogar besser als die Mobfarm sein, weil die ganzen anderen Mobs außen vor bleiben. Es ging so weit, dass ein ganzer Haufen von ihnen direkt in mein Schwert lief. Es war zu schön, um wahr zu sein. Es gab kein Eisen. 2 Karotten, aber kein Eisen. Das passierte nochmal an der Mobfarm, wo ich 3 Karotten in Folge bekam. Ernsthaft jetzt? Die haben dieselbe Drop Rate. Am Ende ging es trotzdem voran. Jetzt war nur noch ein Ingot übrig. Oh, oh, da ist es. Das ging echt schnell. Wait, dreh dich um, Buenail. Wo gehst du hin, du Idiot? Ja, ja. Nein, wo gehst du hin? Ich hab's nicht gesehen. Wie auch immer, irgendwann hatte ich genug für einen Eimer und ging AFK, bis der Cauldron sich auffüllt. Das wird ein großer Gamechanger.
Als ich wieder zurückkam, kein Wasser. Ich war AFK für so 3 Stunden. Ich war motiviert, das Warten zu unterbrechen und habe eine kleine Mauer um die Mobfarm gebaut, um auch bei Nachtmobs farmen zu können. Leider hat die Farm da nicht funktioniert, denn alle Mobs sind irgendwo anders gespawnt. Also habe ich Zombies in der Gegend gejagt. Währenddessen wurde die Schweinefarm voller und voller, denn wir brauchen so viele wie möglich, wenn wir sie mit einem Blitz rösten. Das ist ein Blockgame, okay? Doch jetzt erstmal brauche ich Wasser. Also bin ich wieder AFK gegangen. Als ich zurückkam, hat es gerade geregnet und wir hatten sogar ein Wasserlevel. Ich habe schon mal den Eimer gecraftet, aber konnte natürlich noch nichts aufsammeln. Der Regen hat schnell aufgehört und ich bin zurück an den Mobgrinder. Ich lief 15 Minuten durch die Gegend, bis ich endlich verstanden habe, dass das alles sinnlos ist. Egal wie sehr ich vorankommen wollte, es gab nur eine Sache, die gerade Sinn machte. Geduldig warten. Soll es 5 oder 6 Stunden dauern, aber der Kessel muss sich auffüllen. Ein letztes Mal ging ich AFK. Und da war endlich unser Wasser. Ich weiß nicht mal, wie lange ich da stand. Das ist so unfassbar gut. Alles, was wir tun müssen, ist das Wasser platzieren, 3 Wasserflaschen zurück in den Kessel tun und jetzt haben wir unendlich viel Wasser. Jetzt beginnt die echte Herausforderung. Wir sind nämlich schon einen Schritt näher gekommen, Villager zu kriegen. Als nächstes müssen wir Drowns killen, da wir Kupfer für eine Lightning Rod brauchen. Aber es gibt keine Drowns. Das ist nur Erde, richtig? Oder habe ich einen ganzen Ozean übersehen? Naja, es gibt eine einfache Lösung. Wenn wir keine natürlichen Drowns kriegen können, machen wir eben unsere eigenen. Der nächste Schritt war, die Mobfarm zu überfluten. Es hat funktioniert, bis ein Creeper ohne Grund explodierte. Und dann hatte ich schon das Ende dieser Welt vor Augen. Also wenn ihr jetzt nicht abonniert, dann weiß ich auch nicht. Jetzt, wo wir irgendwie überlebt haben, lasst uns einen Moment lang den wunderschönen Nachthimmel bewundern. Doch das Problem ist immer noch da. Ein Teil der Mobfarm ist kaputt und unsere Welt wird überflutet von Mobs. Ich bin weit weggerannt, damit alle die spawnen. Und ich habe das Leck gefixt. Doch ein Creeper explodierte schon wieder. Aber diesmal konnte ich das schnell in Ordnung bringen. Ich habe die Farm fertig geflutet, aber es war so scuffed. Ich habe mich entschieden, einfach Zombies zu jagen. Es hat perfekt funktioniert. Ich konnte es kaum glauben. Als es Tag wurde, musste ich nur noch das Wasser platzieren. Und während sie sich verwandelten, habe ich endlich ein Schild gebaut. Zeit, die Drowns zu killen. Wir konnten jetzt einen Blitzableiter zu den Schweinen placen, sodass sobald ein Gewitter kommt, sich alle in Zombie-Pigment verwandeln. In der nächsten Nacht habe ich weiter Zombies gejagt, aber ich wurde von einer Geisterspinne durch die Blöcke angegriffen. Und dann bin ich ins nächste Problem gerannt. Anscheinend war die Mobfarm wieder kaputt und ich musste den Drop-Bereich zubauen. Die Gegend war überflutet von Mobs, aber ich habe immer noch versucht, die Farm hochzuklettern. Das war so dämlich, ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Gerade so überlebt und sie alle wieder despawnen lassen. Dieses Mal konnte ich die Mobfarm rechtzeitig hochklettern und endlich schien das Problem gelöst zu sein. Danach habe ich mich eingebaut, weil ich kein Essen dabei hatte und auf gar keinen Fall sterben wollte. Es war schon Tag 85, wir würden also so viel Fortschritt verlieren. Doch sobald der nächste Morgen kam, fing es an zu regnen. Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei, doch dann passierte es. Oh mein Gott, ein Gewitter. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich musste nur noch die Lightning Rods abblocken und die Zombie-Pigmen killen. Ich bin schlafen gegangen, damit keine anderen Mobs spawnen und dann war Smacking Time. Wirklich nur 10 Gold Nuggets? Ich hatte so viel Angst, dass es nicht genug sein wird und ich habe gehofft, dass das zweite Loch deutlich mehr gibt. Es hat über 2 Minuten gedauert, alle Pigments zu töten, was ein gutes Zeichen sein sollte. Aber es war nicht ansatzweise genug, wir hatten insgesamt nur 6 Gold Nuggets. Und dann habe ich 3 Pigments in einem Loch gesehen, was ich vor Ewigkeiten gemacht habe. Sie wurden ohne Blitzableiter getroffen. Yep,
Ein ganzer Goldnugget. Naja, es gibt nichts, was wir tun können. Wir müssen auf ein weiteres Gewitter hoffen, mit weniger als 15 Tagen bis Ende der Challenge. Ich habe die 2x2 Killing Area fertig gebaut und die Drop Area wieder aufgemacht. Ich habe noch nie so viele Mobs auf einmal fallen sehen. Und so hatte ich endlich eine normale Mob-Farm nach 20 Stunden Scuffed Shit. Ich habe den Drop-Bereich für kurze Zeit wieder zugeblockt, um die Killing Chamber zu fluten. So kriegen wir sogar noch mehr Drowns. Aber ich hab was verkackt. Zum Glück explodierte er in Wasser und hat nichts zerstört und es konnte in Ruhe weitergehen. Und es funktioniert. Nachts habe ich wieder Zombies gejagt, aber eine Spinne und ein Skelett wollten ihre Freunde beschützen und ich ging runter auf 4 Herzen. Aber es war noch nicht vorbei, die Skelette haben mich weiter gefokust. Letztendlich konnte ich eins killen und die Zombies haben mir mit dem anderen geholfen. Am Ende der Nacht hatten wir insane viele Drowns und wir bekamen 4 Ingots von ihnen. Und ich habe einen Raid-Captain gefangen, falls wir später einen Raid machen wollen. Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich erschöpft. Nein, das arme Schaf. Ich habe für 5 Stunden durchgespielt und nachdem ich ein letztes Mal die Drowns gekillt habe, bin ich die Farm hochgeklettert, um einen guten Überblick zu kriegen und dann war ich durch. Ich kam mit voller Energie zurück und kletterte von der Farm. Es waren nur noch wenige Tage bis Ende der Challenge und das letzte Gewitter war bereits ein paar Tage her. Es hat sogar den ganzen Tag geregnet, während ich alle möglichen Sachen gemacht habe. Doch dann... Oh mein Gott! Ein Gewitter! Aber die Freude sollte nicht lange halten. Dass ich mein Wasser gewastet habe, um die Schweine zu fangen, war der größte Fehler überhaupt. Ich hatte einfach Angst, dass es nicht genug Gold gibt, sodass ich nicht gesehen habe, dass Zombies hinter mir waren. Und das war der Moment, an dem alles den Bach runterging. Abonniert meinen Kanal, während ich noch am Leben bin. Es war immer mein größter Traum, YouTuber zu werden und ich habe so viele geile Projekte geplant. Ja, das war mein Schild. Wenn da bloß Wasser im Eimer wäre, hätte ich rausschwimmen können. Ich habe vielleicht die Challenge verloren, aber das war erst der Anfang. Findet raus, wie das Abenteuer weitergeht und schaut euch das angeblendete Video an. Ich hoffe echt, ich bin zumindest besser geworden.